Hallo Ladies and Gentlemen, mein Name ist Naoya, herzlich willkommen zurück zu Yonder the Shanna Chronicles. In dieser Folge haben wir wieder einiges zu tun und wir werden sehen, was es ist, indem wir es einfach erledigen. Wir wollen nach Südwesten. Alter, das leuchtet da. Bin ich bescheuert? Wollt ihr mich ankacken? Da oben ist... Hä? Jetzt nicht mehr? Was? Ist hier oben... Alter! Die habe ich gerade gar nicht bemerkt. Na gut. Wäre auch nicht nötig gewesen. Ist da oben ein Geist? Och mein ich, nein! Ist da oben ein Geist? Habe ich ihn echt noch nie gesehen? Jetzt leuchtet nichts mehr. Ich meine, eben hat es aber geleuchtet. Aber eben hat es hier doch geleuchtet. Oder der ist nur zu einer bestimmten Uhrzeit da. Da will ich jetzt mich nicht verschandeln. Ja, nee, ihr seid unwichtig. Ihr bringt nur Holz und wir haben dich sowieso. So, in diese Richtung geht es. Ich will jetzt nämlich endlich wissen, was hinter dem großen, großen Düsternis verborgen ist. Hinter dem großen, großen Düsternis. Was haben wir jetzt für Samen bei uns? Einmal den, der gehört eigentlich auch hierher. Deswegen, das verwirrt mich ein bisschen, dass dieses Gebiet zwei Bäume hat. Vielleicht verkaufen wir die Samen auch einfach alle. Obwohl, ich meine, gut, das sind die Bäume mit Kernholz. Vielleicht würde es Sinn machen, wenn man einfach in allen seinen Farmen diesen Baum einpflanzt. Das könnte man auch machen. Aber jetzt gehört der erstmal natürlich nur da oben hin. So, hier ist leider auch noch kein Weiterkommen. Tja, da habe ich noch nicht so den Plan, wie wir da irgendwann mal hinkommen wollen. Aber ich habe einen Plan, wie wir da hinkommen. Endlich, nach vielen, vielen Folgen. Das war ja quasi fast unser Hauptziel. Mürtsch? Mürtsche? Oh ne, das war... Da ist er doch! Vier übrig. So, für dich... Ne, das war jetzt... Ne, für dich habe ich nicht den richtigen. Das heißt, ja, wir pflanzen den trotzdem erstmal ein. Haben wir wieder was zum Hacken irgendwann. Hier sind vor allem auch sehr viele übrig. Und jetzt show me what you've got. 18 von... Ach, 16? Och nee. Ich dachte, wir haben 18 gebraucht. Dann hätten wir schon viel früher hierher kommen können. War es die letzte? Nee, eine haben wir immer noch. Oh, jetzt müssen wir hier auch wieder zwei Brücken bauen, Mann. Ein sonderbarer Platz für eine Hängebrücke. Eine Holzbrücke an einem sonderbaren Platz. 16... What the fuck, Alter? War das... Was? Planken oder Holz? Was habe ich da gerade verbraucht? Waren das gerade Planken? Alter, nee, das hat Planken gekostet. Wo sind denn hier meine Planken? Konnte ich Planken nicht bauen? Ich fühle mich schon wieder leicht bescheuert. Und Zwirn hat das auch so viel gekostet. Och man, ihr macht mich fix und fertig, ey. Dann bauen wir noch ein bisschen mehr. Wir brauchen nur Futter, brauchen wir eh nicht so viel. Was ist das? Heuere als Landarbeiter an. wisst ihr jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, wir haben hier oben in der Farm, haben wir ja Klemme. Und Klemme gehört eigentlich ins Grasland. Und weil ich hier keinen gefunden habe, aber natürlich jetzt so, wenn ich den so sehe, das wäre natürlich vielleicht gar nicht so schlecht. Sprich mit Interladewache. Ey, was willst du bei uns? Willst du eine unabhängige Nation angreifen? Glaub mir, du willst hier gar nicht rein. Ist zu schrecklich. Okay. Ein seltsamer Platz für eine Hängebrücke, eine Holzbrücke an einem seltsamen Platz. 40 Planken.
40 Planken. Was zum Geier? Hätte ich mal eh. Och nee. Hätte ich mal eben, als wir hier. Als wir da oben beim Sägewerk waren, hätte ich mal wieder eingekauft. Hätte ich mir mal die Planken gekauft. Was? Du, das ist eine Katze, die hat aber gar kein Geräusch gemacht. 3 übrig. Hätte ich mir da eben mal das ganze Holz da oben gekauft. Jetzt kommen wir natürlich da wieder nur über Umwege hin. Das wollen wir natürlich nicht. Der Baum gehört ins Schneegebiet hier. Der Baum da hinten gehört ins lila Gebiet. Warte. Nee. Der Baum gehört ins Schneegebiet. Okay, so 40 Planken. Eigentlich müssten wir jetzt doch nochmal zum Sägewerk laufen. Ach Mann. Mann, 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 Mann. Ich muss irgendwie mich um Essen kümmern. Ich will jetzt das Vieh da haben. Wartet. Ja doch, hier sind wir richtig. Oh, der Frühling ist so viel angenehmer. Hier kann man viel besser gucken und es ist einfach alles so schön grün. Ich hoffe, es wird nie wieder Winter, obwohl mir doch eigentlich Schnee immer das Liebste ist. Aber dann, nachdem es so lange jetzt kahl war, gefällt es mir auch schon recht gut, wenn es hier jetzt wieder grün ist. So, den Baum hatten wir. Das heißt, der hier kann weg. Und dafür kommt der Richtige jetzt hier hin. Bang, bang, bang. So, haben wir den richtigen gepflanzt? So, da haben wir noch ein paar Fabbits. Wir können uns ja eigentlich, wir können uns wahrscheinlich, sollten wir genug haben, um uns da oben jetzt noch einen zweiten Fabbit hinzusetzen. In der Hoffnung, dass es vielleicht was bringen würde, auch wenn ich nicht dran glaube. Aber in Gedenken daran, dass wir vielleicht irgendwann einmal, den Menschen da wechseln, weil wir genug Futter haben und dann doch was kommt, dann wären 2 Fabbits schon gut, weil Eier sind halt gut. Woodrow, wir sind fertig. Danke, Geistesherr. Ich kümmere mich nun um die Blumen. Komm in 2 Tagen wieder und das natürliche Gleichgewicht wird wiederhergestellt sein. Erwecke den Mottentempel zu neuem Leben. Toll, in 2 Tagen wiederkommen. Du bist ein Arsch. Oh, das heißt, wir können jetzt 2 Tage in diesem Gebiet hier bleiben und vielleicht die Farm gucken, dass wir da jetzt ein bisschen was rumbauen. Wenn wir denn genug Materialien haben, sollten wir. Eigentlich sollten wir genug Materialien haben. Und jetzt will ich nochmal gucken. Der Händler da, ich weiß nicht mehr, was der hatte. Ich habe gerade überlegt, ob wir den überhaupt schon mal gesehen hatten. Aber doch, gesehen hatten wir den schon mal. Da waren wir schon mal drin in der Höhle. Da leuchtet jetzt ganz schön. Das ist, glaube ich, das Dorf, wo wir gerade die Hängebrücke gebaut haben. Hier, ich brauche Planken. Nein. 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 Ich brauche Planken. Der Händler. Vielleicht hat der grünen Farbstoff nämlich. Das müssen wir natürlich alles in Erfahrung bringen. So, da ist noch ein Pflanzpott. Das. Oh. Nice. 8 Katzen übrig. Die hat auch kein Geräusch gemacht. Die melden sich alle gar nicht zu Wort. Ich will doch jetzt die Quest da fertig kriegen mit den Miezekatzen. So, 14 Bäume übrig. Aber es ist schon, ich finde es aber schon mega geil, dass wir die 3 Katzen haben, die es nur einmal gibt. Was ist denn das bitte für ein Glück? Ach, der hatte Dünger. Aber was ist Dünger? Was ist bitte Dünger? Ist die Frage, ob ich mir das jetzt mal kaufe? Nee, kaufe ich mir nicht. Solange ich keine Erklärung habe, was das ist, will ich da auch keine Münzen für ausgeben. So, die scheiß Kartoffelsamen. Oh, nee. Immer noch 13 Aufgaben. Dabei haben wir doch einiges gemacht. Jetzt müssen wir hier wieder sonst wo lang. Wahrscheinlich geht das von hier sogar einfacher.
Wahrscheinlich geht... Was ist denn das? Wahrscheinlich geht's von hier sogar einfacher, weil wir dann näher an irgendeinem Ding dran sind. Am Teleporter. Da unten waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Deswegen werden wir da noch mal ganz schnell gucken, ob da ein grüner Farbstoff ist. Hier irgendwas Interessantes für uns. Ein Bündel Stücke haben wir vorhin oder in der letzten Folge. Oh, eine Planke. Zwei Planken. Sehr schön. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich. Stoke. Hast du einen grünen Farbstoff für mich oder irgendwas, was von Interesse für mich wäre? Naja, Goldmünze, ja, nee, so. Tiergehege groß? Nee, ich würde jetzt gern ein kleines Tiergehege nochmal haben. Für unsere Fabbit-Farm. Das, nope, nö. Nö, im Angebot hast du sowieso nichts. Ein Tiergehege groß will ich nicht, ich will ein kleines haben. Können wir uns einfach selber ein kleines bauen? Nägel, Kleber, Holzbalken, Holz, das haben wir alle. Gut, das können wir uns bauen, müssen wir nicht kaufen. Das können wir uns bauen. Oh, Garn? Ja, wir müssen es uns aber auch nicht bauen. Gib her, scheiß drauf. Gib mir her. Bla bla bla, Mehl, nein, nee, will ich nicht, brauche ich nicht, kein Interesse. Das 100, oh nee, nee, tut mir leid, wollte ich doch nicht haben, das war ein Fehler meinerseits. Das war ein Fehler meinerseits. 122, Alter, leck mich doch fett. Warte, jetzt haben wir natürlich hier Kräuter ausreichend. 300, das heißt, du kannst mir noch was geben für 13. Hast du bestimmt was? Nee, für 13 hast du nichts. Für 13 hast du nichts. Ein Fleisch? Nö. Dann nehmen wir einen Pelz. Dann packen wir dir nochmal 7 da rein. Oh, die 3 Stücke würden sich gerade gut anbieten. Dann bauen wir nämlich noch für den zweiten Fabbit. Dann holen wir uns noch einen zweiten Fabbit. Der hat Kräuter gebraucht. Kräuter haben wir. Das heißt, das passt alles mega gut. Einmal das, besten Dank. Noch einen neuen Pelz. Und dann würde ich, obwohl von hier kommen wir schnell nach Bob... Ach nee, in Bobbintoff wollten wir gar nichts, ne? Ich glaube, in Bobbintoff, da wollten wir gar nichts machen. Ich weiß es schon wieder nicht mehr, ich bin so bescheuert. Weil wir so viele Millionen Aufgaben haben, deswegen weiß ich gar nicht, was ich überhaupt alles machen musste und machen wollte. Wir bauen jetzt auf jeden Fall das zweite Tiergehege im Feuerwindtal auf. Dann werden wir uns bauen, den Einfachbaum-Ding, das Doppelding abreißen. Und dann haben wir mittlerweile ja ein paar Kopfsteine. Die sind zwar eigentlich auch zum Bauen gedacht, aber vielleicht setzen wir ja ein paar hin. Müssen wir testen, was wir da jetzt genau machen. Auf jeden Fall brauchen wir auch wieder ein paar Planken. Deswegen reißen wir hier natürlich die Kisten ein, wenn wir sie sehen. Damit wir irgendwann alle Brücken bauen können. Und die Steinbrücken sind eh das Schlimmste. Da ist ein Babygroffel, da ist nochmal zum Pflanzen. Ach ja, Scheiß aus Pflanzen. Wir sollten nämlich... Ach doch, hier kann ich ja pflanzen. Ja gut, dann machen wir natürlich. Das hier ist doch das Dingsbums, ne? Das hier ist das Grasland. Doch, das hier ist das Grasland. Mega gut. In dem sind wir wahrscheinlich irgendwann auch mal fertig. 13, ja, ist nicht so viel. 13, da sollten wir hinkriegen. Und irgendwo vermissen wir auch noch ein Sternzeichen. Wobei gut, solange wir nicht im letzten Gebiet waren, können wir nicht sagen, dass uns noch irgendwas fehlt, weil wir wissen ja nicht, was uns da noch alles erwartet. So, beziehungsweise die werden jetzt wahrscheinlich auch wieder aufgestockt sein. Die werden mit Sicherheit jetzt schon wieder aufgestockt sein. Dass wir hier jetzt alles kriegen. Wenn die Farbe wieder da ist, die grüne, dann können wir uns den Rucksack machen und dann können wir besser sehen, was wir als Kopfbedeckung nehmen. Jetzt müssen wir nochmal kurz hier reingucken, weil ich es natürlich schon wieder vergessen habe. Das Geweih, das möchte ich wirklich nicht haben. Groffel Rucksack, ja, nee.
Groffel Totem. Ja gut, da weiß kein Mensch, was das ist. Ist das was zum Aufstellen oder nicht? Natürlich hast du wieder. Ich brauche nur einmal die grüne Farbe. Eigentlich brauche ich die nur. Das heißt, wir kaufen erstmal wieder groß bei dir ein. Wir können auch zweimal das Kochset kaufen, ist ja scheißegal. Die Kurzwaren hätte ich gern. Wieder den Stoff natürlich hier. Das Garn nehmen wir wieder dreimal. Und die letzte Sonnenbrille, wollen wir die jetzt auch kaufen? Nee, das können wir auch später machen. Die Nieten nochmal. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das heißt, Kopfbedeckung mäßig haben wir alles, was ich bei dir kaufen könnte. Da hast du mir nichts Neues mehr zu bieten, leider Gottes. Und den Farbstoff, den müssen wir aber noch ein Stück günstiger machen. Den will ich so nicht haben. Das sind jetzt nochmal 72. Hier, hau dir wieder eine Kartoffel rein. Yeah. So, 22. Ach man, nick mich doch, ey. Und den grünen Farbstoff bitte einmal für mich. Hat sich nichts dran geändert. Das heißt, das hängt doch schon nur von den Farben ab. Das heißt, ich könnte jetzt wieder eine günstige Farbe kaufen und dann könnte ich das quasi wieder so machen. Aber haben wir das nötig? Nein, ich will jetzt nur den grünen haben und dann ist gut. Ich will jetzt nur den grünen haben und dann ist gut. Dreimal das Kraut. Wieso habe ich keinen Plus bei dir? Was willst du denn haben? Ich habe doch eigentlich alles dabei. Farben sind logischerweise nicht mehr wert bei dem, weil... hat er selber. Stoffe sind nicht mehr wert. Stein und Holz habe ich bei mir, ist nicht mehr wert. Deswegen, ich wüsste nicht, was bei dem eventuell mehr wert sein könnte. Kriegst du noch zweimal den Pilz. Besten Dank. So, dann können wir uns den geilen Rucksack machen. Also jetzt gerade wahrscheinlich nicht. Da fehlt uns jetzt einmal das Schneiderset. Farbstoff Gelb haben wir da. Einmal Leder, einmal... Ach, den Goldbarren, den müssen wir uns dann auch machen. Wir werden uns gleich aber mehrere Barren machen. Wir legen jetzt gleich als Handelsmaterial, legen wir uns da gleich ordentlich mit ein. Konstrukteurset, Kohle, Golderz, Bleierz. Das heißt, wir nehmen alle Erze aus der Truhe raus. Was habe ich hierfür jetzt gebraucht? Bleibarren, Eisenbarren, Kupferbarren, Mörtel. Mörtel haben wir in der Truhe, kein Problem. Konstrukteurset, das heißt, die kleine Baumpflanzkiste bauen wir uns. Eine Pflanzkiste für einen Baum, die auf der Farm platziert werden kann. Das wollen wir haben. Garten, Steinbeet, das sieht schon alles besser aus als hölzerne. Vor allem der Futtertrog und das Wasserding, das werden wir wahrscheinlich überall bauen. Wir brauchen auf jeden Fall so mega, mega viel Scheiße. Uns fehlt im Prinzip nur noch der Bastler und der Brauer. Und dann der Meister. Also das haben wir alles bei uns zu Hause, das müssen wir dann da bauen. Hier sind wir jetzt, glaube ich, erstmal wieder fertig. War hier die Vogelscheuche, da müssen wir erst wieder im Sommer hin. Das hier ist noch nicht gewachsen, das wundert mich jetzt gerade auch tierisch, warum das hier noch nicht gewachsen ist. So. Geronimo? Das heißt, wir müssen uns auch noch einen zweiten Fabbit fangen. Und 13 übrig. Mann, aus diesen Fragezeichen-Samen kommt voll auf dieser Scheißbaum hier raus. Dieser Scheißbaum, der uns Kernholz bringt. Oh doch, der Frühling ist schon schön. Der Frühling ist schon schön, muss ich sagen. Wenn diese normalen Grasgebiete mit Schnee bedeckt sind, das macht mich schon ein bisschen traurig und depressiv. Aber so ist das einwandfrei. So, dann holen wir uns jetzt erstmal alles, was wir an Erz haben, aus der Truhe raus. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen bauen. Nachdem wir hier natürlich weggehämmert haben. Sehr schön, Tierhaut nehmen wir gerne.
So, weil seht da, ihr seht, was ich meine. Die sind hier so, das sieht einfach nicht schön aus. Das sieht einfach nicht schön aus, so wie die ineinander sind. Oh, wartet mal. Perfekt, haben wir den fertig. Und das hier, das muss einfach weg. Das ist einfach scheiße. Sie liefert Holzstock. Ja, sehr schön. Ach, man kann die auch entfernen. Kriege ich den Samen dann wieder? Hä, wie entferne ich denn das? Sie wirklich weg? Ja, nee, ich glaube, ich würde die lieber fällen. In der Hoffnung, dass ich aus einem von den beiden Bäumen den Samen rauskriege. Oh mein Gott, bitte, bitte. Gib mir einen Samen aus diesem Baum. Scheiße. Scheiße, das war klar. Das war natürlich klar. Wie bauen wir denn den zweiten Fabbit jetzt? Da müssen wir auch mal kurz überlegen. Also das Ding hier kommt auf jeden Fall weg. Scheiße, wie fange ich denn jetzt an? Wir machen erstmal die Barren, weil für das Einzelding brauchen wir ja die Barren. Das heißt, ich nehme erstmal alles hier an uns, nämlich... Oh, wir haben einen vollen Tonstick. Das wusste ich gar nicht. Zack, 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 zack. Farbstoff gelb brauche ich einmal. Ich brauche... Jetzt lass mich nicht verwirren. Na, oh ja. Einmal Farbstoff gelb brauchen wir. Konstrukteurset. Na, scheiß drauf. Können wir direkt neue bauen. So, einmal. Ton, bla bla bla. Okay. Dann fangen wir an mit dem Ruck. Ach ja, ja, ja. Erstmal die Barren. Die kann ich alle soweit machen. Ich brauche nur Konstrukteurset. Kann ich davon viele machen? Oder ich. Ja, doch. Einige können wir machen. Das heißt, wir machen mal. Und ein bisschen mehr. Also wir wollen natürlich auch noch ganz viele Zäune bauen und alles mit Kopfstein belegen. Aber wie gesagt, das geht halt erst später. Dafür brauchen wir einfach so mega viele... So mega viele Materialien. Weil wir könnten natürlich ein paar bauen, aber allein, ja, Scheitelstein. Ich kriege aus einem Scheitelstein einen Lattenzaun. Und für den Scheitelstein brauche ich Kopfsteine. Allein die drei Kopfsteine sind schon die Hölle. So, erstmal machen wir jetzt hier. So, da brauche ich jeweils eins. Kohlebraucher 2, Kupfererz 2, Bleierz einmal. Wir machen einfach mal Kupferbarren. 1, 2, 3. Hier. Ich brauche zweimal Golderz pur. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh nein. Nein, 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 nein. Das ist doch nicht möglich. Oh, wir könnten den ja, dann muss ich aber natürlich ein bisschen hier und da. Das Kochset, das brauchen wir jetzt gerade nicht so bei uns. Ich glaube, den Garn, ja, weiß ich nicht, ob wir den jetzt gerade bei uns brauchen. Auf jeden Fall Kartoffelsamen brauchen wir nicht. Tier, weiß ich auch nicht, ob wir die Tierhaut bei uns brauchen. Kräutersamen. Rot, ach, habe ich noch mehr sogar von. Dich brauche ich nicht bei mir. So, da reicht der erstmal aus, reicht der erstmal aus. Machen wir erstmal den einen Goldbarren hier. Na, ja, jetzt können wir die auch gleich so machen. Zack, zack. Zack, zack. Und dann als allererst... Ein Schneiderset und ein Leder, bitte. Konnte ich Leder gar nicht bauen? Oh. So, ein Schneiderset. Und bitte einmal Leder. Leder. Wo bist du? Ich weiß, dass ich Leder habe. Da habe ich Leder. Oh, das ist 30 wert. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. So, und jetzt gib mir das Scheißding hier. Peng. Nied und den Rest haben wir aber alles noch. Du hast entdeckt. Runder Ranzen. Da wollen wir jetzt mal ganz kurz ganz cool sein.
So. Das sieht doch vernünftig aus. Ich glaube, wir setzen das Ding wirklich erstmal ab. Nee, das ist doch nice. Das ist doch nice. Ich schätze mal, das passt. Wir wollen das hier nur noch in der richtigen Reihenfolge anbringen vielleicht. So, Meisterabzeichen Schreiner. Meisterkonstrukt. Meister Schneider. Und, ach scheiße, ich habe gar keine vier Meister. Egal, dann legen wir einfach nur die drei an. Der eine ist, glaube ich, wieder oben drauf, oder? Ja, der eine ist oben drauf. Da, zack, zack, da oben rechts. Perfekt. Perfekt, wir brauchen nur noch ein Kopfoberteil. Nee, die gefällt mir immer noch nicht. Das gefällt mir schon, aber wir laufen mal ohne Brille rum. Wir müssen uns halt mal verändern. Wir müssen uns anpassen, den Ding. Und jetzt sehen wir doch endlich mal, nachdem wir so lange blau waren, sind wir jetzt grün-braun. Das heißt, wir sind jetzt sehr natürlich gehalten. Das gefällt mir. Das gefällt mir, dass wir jetzt mal ein bisschen natürlich sind. So, Pflaumen haben wir nicht für das Gerät hier. Dann jetzt alle Schneidersachen ablegen. Das könnte natürlich wieder schwer werden. So, der Hut. Tierhaut. Pelz. Kurzwaren. Garn. Niete. Ledertornister. Ton. Wieso habe ich einen Ton bei mir? Stoff. Das Kernholz brauche ich natürlich nicht bei mir. Oh, das ist 10 wert. Deswegen, oh, weil das 10 wert ist. Dann sollte man vielleicht tatsächlich die Bäume pflanzen. Dann, naja, gut, ich meine, gut, Wert ist uns egal. Kohle haben wir eh genug. Kohle haben wir eh genug, verdammt. So, jetzt haben wir den dreimal gemacht, den, glaube ich, zweimal. Dann machen wir jetzt noch Eisen. Oh, wir müssen auch auf die Kohle aufpassen. Ach du Scheiße, wir brauchen überall Kohle. Das heißt doch, es war nicht verkehrt, dass wir von Anfang an zugesehen haben, dass wir irgendwie an Kohle kommen. Was wollte ich bauen? Ich wollte das hier bauen. Toll, sind fast meine ganzen Barren schon wieder weg. Oh nein, wo ist denn, was fehlt mir jetzt? Ach, der Ton. Och, ich will aber unbedingt die kleine Baumpflanzkiste haben. Da brauche ich jetzt einen Mörtel, das ist nicht das Problem. Aber dann sind die ganzen Barren. Guckt euch an, für die eine kleine Baumpflanzkiste sind alle unsere Barren fast schon wieder weg. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Und hier brauchen wir auch die ganzen Barren für. Und für alle Barren brauchen wir Kohle. Oh mein Gott, das wird nie was. Das wird nie was. Wir können, also man kann froh sein, wenn man es schafft, eine Farm schön zu machen. Dann, wenn man es schafft, eine Farm schön zu machen, dann kann man, glaube ich, schon zufrieden sein. So, einmal Mörtel. Oder hatte ich hier noch einen Kohlestick und habe den übersehen? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, ist auch nicht so. Alter Falter. Das wird uns arm machen. Das wird uns arm machen, wenn wir das alles so auf ein bisschen auf Stein ummünzen wollen. Egal, trotzdem, wir bauen die kleine Steinpflanzkiste. Baumpflanzkiste. Ja, dann soll aber auch gut sein. Dann haben wir sowieso schon wieder nichts. Tongeformte Planken. Gut, die Holzsachen, muss ich sagen, sind mittlerweile mehr oder weniger relativ einfach, weil wir uns da ja wirklich, das können wir uns ja alles soweit kaufen. Das wird schon funktionieren. Was würde, wartet. Ich kann ja, wir können ja mal leicht anfangen. Will ich hier diesen Lattenzaun eventuell, aber hier in dem Gebiet, da finde ich schon sehr schön, wenn wir ein bisschen von der Hecke hätten. Hier eine Holzpflanzkiste. Kann man hier mit Sicherheit auch machen. Holzlaternenpfahl. Also so eine Holzpflanzkiste, die können wir ja mal testen. Geheimnisvoller Samen. So, Kleber. Kleber, geformte Planke und Ton. Kleber, geformte Planke und Ton. So, und dann hätte ich gerne noch den Ton. So, bauen wir uns einmal das Ding. Es muss irgendwann müssen wir mal mit anfangen. Das hier wollte ich bauen, ne? Wollte ich das? Nee. Das hier wollte ich bauen. Nice. Dann haben wir jetzt, glaube ich, haben wir jetzt alles gebaut, was ich bauen wollte? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Das Ding hier wollte ich auf jeden Fall wegpacken.
Lassen wir uns mal überraschen, was ist hier passiert? Wieso ist jetzt auf einmal so mega viel hier drin? Wie kommt denn das? Das lag bestimmt an den zwei Bäumen. Ich schwöre euch, das lag an den beiden Bäumen. So, dich möchte ich hier nicht haben. Was ich möchte, ist ein zweites Tiergehege. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir das haben wollen. Wir können das Wasser ja weiter nach rechts stellen. Oder wir bauen dich ein bisschen später. Wir können ja erstmal anfangen mit der kleinen Die ist, gut, so klein ist die gar nicht. Die Frage ist, ob wir den Baum dann hier haben wollen. Oder den könnte man ja im Prinzip auch ein bisschen mittig stellen. Die können wir hier beispielsweise auch hinstellen. Ich meine, doch 4-4 tatsächlich. Könnten wir eigentlich ganz cool hier hinstellen. Aber das, na gut, das muss ja nicht mittig sein. Das ist auch doof. Der Baum, wir könnten hier beispielsweise auch noch ein zweites Gebet hin, ein Beet hin machen. Wir setzen den Baum einfach mal hier hin. Das Geräusch war sehr merkwürdig. So, das Futter, das lassen wir weiterhin da. Das Wasser müsste dann nur weg. Jetzt mal ganz kurz hier nur. So, zweites Tiergehege klein. Daneben. So, hier sind eh nur zwei. Das heißt, hier müssen wir nicht ganz so platzsparend arbeiten. So, da hinten haben wir die Futterstelle. Da könnte man vielleicht so und so nochmal machen. Wir lassen das mal so. Und das Wasser. Wir können das vom Prinzip her, können wir es ja auch erstmal so lassen, wie es war. Das Wasser hier hin. Da hatten wir einen frei, ne? Genau, da hatten wir einen frei. Dann verschieben wir den doch nach hier. Damit wir den nochmal einen weiter hier rüber setzen können. Dann bleibt unser Garten, bleibt da. Hier, das mit dem Baum, das müssen wir... Ach, das müssen wir testen. Ich weiß nicht, ob der hier hinten gut ist. Wir könnten da beispielsweise... Nee, doch, oder? Oh, wenn man das alles ein bisschen enger macht, dann wäre das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wenn wir den vielleicht... Wir nehmen das hier mal weg. Tut mir leid, es fällt mir gerade alles schon wieder sehr schwer. So, und dann hier hinten das vielleicht ein bisschen grünzeugmäßig mit dem Heckenzaun, mit der Holzpflanzkiste noch verbinden. Wenn da der Baum ist, ne, da ist der natürlich nicht. Oh, jetzt spring da durch. Wenn wir hier vielleicht ungefähr den Baum hinmachen, keine Ahnung. Und dann, was weiß ich, hier irgendwie so die Blümchen. Könnte man das ja mal so testen. Na. Wir lassen das mal, ich weiß es nicht. Wir machen das mal so, dann haben wir hier noch ein paar Kopfsteine, 10 Stück. Wir brauchen die natürlich, deswegen wollen wir jetzt nicht zu viel davon verbauen. Aber wir können ja mal, warte, wenn man da rauskommt, vielleicht macht man auch einen Doppelweg, das weiß ich nicht. Wir platzieren den mal hier. Ups. Hey, was machst du denn da?
Einfach nur mal testhalber, dann geht man da auf das Ding zu. Wir bauen einfach 5 Stück, bauen wir auf. Bei 5 Stück belassen wir es dann auch erstmal. So. Dann haben wir hier schon mal angefangen mit dem Weg. Dann haben wir hier das Wasser, also das müssen wir noch austauschen. Ich finde das andere, das Steinding, finde ich viel hübscher. Und vor allem auch das Futterding finde ich viel hübscher als die Dinger. Jetzt haben wir hier 2 Dinger, müssen uns noch einen zweiten Fabbit holen. So, hier haben wir jetzt diese komische Blumenpflanzkiste, unser Beet. Das sieht nebeneinander, das sieht mehr oder weniger gut aus. Das Baumding gefällt mir da noch nicht so recht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und, ach ja, scheiße, jetzt habe ich den Samen dafür ja auch gar nicht. So. Eine Pflanzkiste für einen Baum, die auf der Farm platziert werden kann. Bewohner. Ja, hat leider keinen Bewohner. Hast du einen Bewohner? Müssen wir testen. Kann natürlich sein, dass die Bäume, weil die so riesengroß sind, dass das auch nicht ganz so toll aussieht. Auf jeden Fall brauchen wir ein Fabbit. Wir brauchen auf jeden Fall einen Fabbit. Was? Ich bin hier 100 Millionen Mal durchgegangen und jetzt auf einmal heult hier eine Katze oder wie? War das über mir? Ist das über mir? Wobei, nee, wartet, über. Ich kann da ja nicht hoch auf den Baum. Kann ich auf den Baum. Kann ich auf den Berg hoch? Nee. Hä, wie. Wo soll denn hier die Katze sein? Wo soll denn bitte hier die Katze sein? Ist das da unten? Hä? Nee, das ist ein Stein, das ist keine Katze. Hä, wo war denn da bitte die Katze? Das macht mich schon wieder leicht verwirrt. Ich hätte gern einmal den Samen. Es kann sein, dass wir da einen komplett anderen Baum pflanzen. Vielleicht pflanzen wir überall die Oboe-Baum wegen dem Kernholz. Wenn das zu groß ist. Ihr wisst, was ich meine. Nee, ich dachte gerade, dass hier vielleicht eine Katze ist. Falls das da zu groß ist und das voll über das Ding hinüber oder herüber ragt, dann will ich das nicht so wirklich haben. Aber wir testen es natürlich erst einmal aus. Wir gehen da nicht direkt hin und sagen, nee, das wird sowieso scheiße. Aber vielleicht pflanzen wir dann überall bei unserer Farm die Oboe-Bäume. Dann kriegen wir nämlich auch immer Kernholz, auch wenn wir es jetzt auf den ersten Blick gesehen nicht so unbedingt brauchen erstmal. So, Fabbits, kommt her. Kommt zu Papa. Da hinten war, glaube ich, einer. Hier sind wahrscheinlich auch welche. Aber den letzten haben wir von hier geholt. Das heißt, jetzt holen wir mal einen von woanders. Dass die sich auch paaren mögen. Du. Oh, es tut mir leid, euch trennen zu müssen. Hm. Wer will? Der sieht irgendwie mehr so aus, als wenn er mit mir mitkommen will. Hier, nimm ein Kraut, mein dickes. Und spring gefälligst schneller. Komm her, mein Scheißer, die... Oh nein, sei doch nicht so bescheuert. Das ist nicht euer Ernst. Ich krieg die Viecher gar nicht über die Treppe rüber. Das ist nicht euer Ernst. Die Viecher sind zu blöd zum Scheißen. Wo ist denn der jetzt? Oh, no, komm jetzt bitte hierher, Mann. Nein, wieso ist der... Oh, okay, wir nehmen den nicht. Ich lasse mich doch nicht verarschen, dass die Viecher zu blöd sind. Dann nehmen wir doch einen, der direkt vor unserer Farm ist. Oh, das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt echt nicht wahr, dass ich diesen Fabbit nicht kriege. Komm schon. Komm schon. Wir holen uns einen anderen. Ein Kraut, nix. Für nix. 50 Wert. Peng. Zack, bumm. Zacharias. Weg. Weg mit dem Kraut.
Jetzt ist hier natürlich bestimmt doch, da hinten ist einer. Ich sehe die Nase zuckeln. Oh, was? Was zum Teufel? Der hat, glaube ich, der Toll, der interessiert sich natürlich nicht für mich, ist egal. Also das mit der Katze. Das macht mich fix und fertig. Weil jetzt macht es auch keine Geräusche. Es gibt ja manche Katzen, haben wir gemerkt, die sind nur zu bestimmten Uhrzeiten da. Und vielleicht ist das hier auch... Ey, was zum Teufel stimmt hier nicht? Was zum Teufel stimmt hier nicht? Ja... Du darfst gerne mit mir mitkommen, kleiner Fabbit. Auch wenn du nicht der Schnellste bist. Das tut mir wirklich leid, Freunde. Ich kann ja nichts dafür. Ich kann den ja nicht beschnelligen. Ich kann ihm ja nicht einfach einen Arschtritt geben. Oh, ich glaube, wir kommen da doch hoch. Ich würde dich gern adoptieren. Jetzt haben wir zwei Fabbitzen. Das heißt, wenn wir das nächste Mal kommen, dann ist da bestimmt wieder ein Baby. Pflanze den Samen einmal ein. Sehr schön. So, dann haben wir den hier gepflanzt. Da müssen wir nur noch gucken, dass der Stamm nicht über das Ding hier herüberragt. Weil wenn der da drüber kommt, dann müssen wir hier auf jeden Fall einen anderen Baum pflanzen, weil das ist dann scheiße. Das ist dann definitiv scheiße. Jetzt müssen wir nochmal kurz da hoch. Ich glaube, die Folge ist mittlerweile ganz schön lang, aber gut, ist scheißegal. Haben wir halt eine ewig lange Folge. Ja, ich bin ein bisschen früh gesprungen, aber das sollten wir in der Tat hinkriegen. Das sollte irgendwie machbar sein. Weil die Katze muss da oben sein. Ja, gar nicht springen ist auch immer eine Variante. Vielleicht kommt man da doch nicht hoch. Ich könnte mir eine Brücke bauen. Oh mein Gott. Och, Mensch, wieso springt die denn nicht? Also, kann man was anderes machen außer drücken? Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn drücken nicht funktioniert, dann muss es ja was anderes geben. Perfekt, wir sind... Ich hoffe, das hat niemand gesehen. Ich kann nur hoffen, dass das gerade niemand gesehen hat. Ich freue mich. Ich freue mich doch, wenn ich mit euch viel Zeit verbringen kann, weil wir an einer sinnlosen Situation stundenlang versuchen, herumzuhängen. Perfekt, ist doch voll easy. So, wo ist hier jetzt diese Katze, die wir gehört haben? Okay, auf jeden Fall ist hier erstmal eine Truhe. Mit drei Münzen. Kann natürlich auch sein, dass die Katze, ja doch, die Katze gar nicht hier oben ist. Ich habe die jetzt da unten gehört. Perfekt. Perfekt, da war die Mietz. Ist hier noch was da? Wenn wir es schon mal hier hoch geschafft haben, dann sollten... dann sollten wir jetzt auch nochmal gucken, dass wir hier vielleicht nicht unbedingt nochmal hoch müssen. Obwohl, wir haben die Truhe und die Katze, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Sehr schön. Sehr schön, haben wir noch eine Katze mehr, haben die Truhe. Gab es jetzt noch irgendwas, was ich tun wollte? Wir haben den zweiten Fabbit. Wir haben ein bisschen umgebaut. Wir haben die zwei Tage für die Quest überbrückt. Wir haben hier so einen Blumenkorb gebaut. Wir haben hier jetzt neun Dinger drin. Mittlerweile scheint auch die Kiste zu funktionieren. Ja, immer her damit. Die scheint jetzt mittlerweile besser zu funktionieren, als was überhaupt... erwartet hätten. Wir haben das, wir haben ein paar Kopfsteine gepflanzt, wir haben immer noch das Ding ohne Flauben. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch was tun, das gefällt mir so noch nicht ganz, da müssen wir noch was ändern. So, ich würde sagen, wir sind wieder weitergekommen. In der nächsten Folge geht es darum,
In der nächsten Folge geht es darum, hier die Quest zu machen. Das zweite Wolkenfänger-Teil. Für diese Folge haben wir es erstmal wieder erreicht. Wir sehen endlich mal anders aus. Wir sind sehr hübsch. Unser Geist guckt endlich auch mal in die Kamera rein. Das freut mich ganz besonders. Ich bedanke mich für heute erstmal wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.